Es ist ja schon beeindruckend, was der Markt da kann, wenn man zum Beispiel auf den Nasdaq guckt, dann sowieso. Aber auch der deutsche Aktienindex hat ja eigentlich ganz Tolles geleistet. Wir sehen hier oben rechts im Tageschart, dass wir hier ja letztlich doch noch dieses letzte Zwischenhoch, und dabei ist es ganz egal, ob im Kursindex oder Performanceindex, das ist gerissen worden. Aber wir sehen natürlich fairerweise genauso, dass diese Bewegung halt nicht ganz so dynamisch mehr ist. Wir sehen, dass das Ganze viel flacher jetzt abläuft, als wir das schon zwischendurch mal gesehen haben, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht. Wir sehen, dass das Ganze wackeliger ist. Wir sehen, dass die Rücksetzer, die wir hier zwischendurch mal voneinander entfernt gesehen haben, jetzt hier doch viel, viel mehr Überschneidung zeigen. Man kann fast den Eindruck haben, eigentlich sieht das doch korrektiv aus. Aber es ist nach oben und dementsprechend in Trendrichtung, also korrektiv in Trendrichtung. So, die Charttechnik lehrt, korrektiv in Trendrichtung ist eigentlich nicht das Nonplusultra, sondern ist etwas, was typischerweise am Ende einer Bewegung steht. Wenn aufwärts und jetzt dieses Endmuster sozusagen hier ist, dann würde ja vieles dafür sprechen, dass der Kurs hier irgendwann mal zack, zack nach unten wegknickt. Tatsächlich ist die Chance dafür gar nicht mal so schlecht. Jetzt könnte man meinen, boah, aber wie wahrscheinlich ist denn das jetzt gerade? Wurde doch das nächste Geldpaket hier entschieden, hier mit den 750 Milliarden aus der EU. Und wir wissen, in Amerika ist jetzt vor der Trump-Wahl sicherlich auch alles geboten, was die Märkte nach oben bringt. Davon können wir ausgehen. Hat der Markt überhaupt eine Chance, hier nach unten überhaupt zu fallen? Die Frage ist tatsächlich im Raum und die ist natürlich nicht beantwortet. Wir sehen allerdings schon, dass der Markt und hier nicht mehr dieses Kaufvertrauen widerspiegelt, was wir zuvor haben und dementsprechend viele Marktteilnehmer jetzt ein bisschen zweiflerisch werden. Das ist also das Entscheidende. Es geht gar nicht so sehr darum, hey, ich sehe hier dieses oder ich sehe hier jenes. Ich bin letztlich auch nicht viel oder auch genauso blind wie alle anderen Menschen auch, aber wir können schon erkennen, in welches Stimmungsfeld das Ganze fällt. Und wenn jetzt dann noch Folgendes passiert, dass der Markt eine Seite stark macht, ups, allerdings, naja, das war ja auch noch stark, aber dann eine Seite schwach macht und das müssen wir jetzt abwarten. Kriegen wir hier sowas? Kriegen wir hier irgendwie was A, B, C-mäßiges beispielsweise? Und dann sind das Indikationen, die dafür sprechen, dass am Ende dieser Bewegung dann, wenn diese fallenden Tiefs, nein, Entschuldigung, steigenden Tiefs und steigenden Hochs nicht mehr gültig sind, dass dann der Markt tatsächlich nach unten weiter wegbricht. Und das wäre eben zum Beispiel das Zwischentief. Das, was wir ja immer wieder als Trigger auch ansetzen, das wäre ein Indiz dafür, hey, da setzt sich ein bisschen was in Gang. Und das kann dann irgendwann auch mal ganz schön weit noch laufen. Ganz schön weit ist jetzt nicht wirklich in alle Tiefe gesehen. Also ich bin im Moment gar nicht so bärisch mehr drauf. Wenn nicht jetzt die Welt zusammenbricht, dann gehe ich mal davon aus, dass wir halt einfach einen normalen gesitteten Rücksetzer bekommen. Und das ist halt gerne in die 38er-Zone Fibonacci beispielsweise. Das ist gerne auf das Tief, das letzte Tief sozusagen vor der Bewegung. In dem Fall würde man sagen, auf das Tief der 4 sozusagen. Damit sind wir ungefähr bei 11.500. Also ich kann mir vorstellen, dass so eine Bewegung durchaus ansteht. Jetzt hatte ich hier mehrfach schon mal erwähnt, es kommen ja auch noch saisonale Effekte hier hinzu. Ich habe mir heute noch sagen lassen, ihr hattet vor kurzem gesehen, ich hatte mit André Stagge mich unterhalten und er sagte heute noch, Mensch, es ist eigentlich so um dieses Datum herum, dieser Dreh ist statistisch gesehen sehr hoch anzusehen oder sehr hoch zu erwarten, dass der Kurs eben tatsächlich in diesen Dreh kommt. Das ist natürlich pure Statistik, aber wir wissen auch, wenn vieles dafür spricht für die Abwärtsseite, dann wird die Kauflaune nicht mehr so toll ausfallen und das deutet sich ja hier durch diese Bewegung entsprechend an. Also Abwärtsbewegung scheint hier durchaus angemessen zu sein aus verschiedenen Argumentationsgründen. Allerdings noch ist das nur eine Idee. Es fehlt ja hier noch ein klein bisschen. Das ist der Grund, warum wir damit auch noch nicht richtig zu Rande kommen. Ich warte hier eigentlich sehnsüchtig drauf, dass ich daraus zum Beispiel einen Trade des Tages machen kann, den man dann entsprechend verwursten kann, um einfach zu sagen, hey cool, da geht jetzt dann mal so langsam aber sicher was. Aber der Markt muss es auch wirklich tun. Solange das nicht der Fall ist, kann man also durchaus für die Long-Fetischisten weiter an Nachziehstops hier festhalten und einfach zu sagen, naja, solange es weiterläuft, muss ich ja nicht unbedingt raus. Ich finde zwar diese Variante etwas weit weg. Ich wechsle mal hier zwischen Parabolik und Supertrend so ein bisschen. Ihr seht das. Also das ist weit weg. Aber für die, die ein bisschen
sich distanzieren wollen vom Markt, also nicht da regelmäßig aktiv sein wollen, ist das vielleicht noch eine Möglichkeit, um zumindest einen Teil der Gewinne eben abzusichern. Wer mag, kann natürlich auch auf engere Stops zurückgreifen. Hier sehen wir allerdings, dass der auf Stundenbasis natürlich also dann auch schon für Intraday-Marktteilnehmer relevant ist. Also hier wäre man dann schon entsprechend mehrfach rausgeflogen. Gucken wir noch mal einmal abschließend auf die amerikanischen Märkte. Dow Jones hat immer noch nicht so richtig den Drang nach unten gefunden. Deshalb bin ich auch noch gar nicht so richtig glücklich, jetzt die Short-Seite zu fahren. Denn wir sehen, solche Bewegungen, sprich Schübe nach oben, wackelig nach unten, sind eigentlich ein ganz guter Indiz, dass da noch ein bisschen wenigstens was kommt. Zwischenhoch wäre hier einziges Manko, was wir hier haben, ist, dass diese Zwischenhochmarke relativ dicht an dieser Marke ist. Ich finde das normalerweise aus Chance-Risiko-Relation, ich hatte das neulich schon erwähnt, nicht super sexy, wenn das der Fall ist. Ansonsten hätte ich den längst vorgeschlagen, denn richtungsweisend ist das auf jeden Fall die deutlichere Richtung. Wir haben das hier vorne auch immer wieder gesehen. Die Abwärtsseite scheint relativ schwach zu sein. Das haben wir auch hier gesehen beispielsweise, hier jetzt mit dieser ABC-Kiste. Einzig, was mich an dieser Kiste stört, ist, dass das Chance-Risiko-Verhältnis bei unbekanntem Ziel hier oben ein bisschen doof ist, denn wir haben eine Stop-Marke, die ja ungefähr hier liegt. Also insofern, das ist erstmal von der Chance-Risiko-Relation nicht super toll. Trotzdem lasse ich mir vielleicht was einfallen, um auch dieses hier vielleicht als Trade des Tages gleich nochmal zu bringen. Lasst euch also ein bisschen überraschen, guckt selber ein wenig drauf. Es ist noch spannend, was der Markt macht. Gebt da nicht zu schnell auf. Es gibt so viele schöne Situationen. Wir hatten heute Morgen einmal für das Auge nochmal eine Schubbewegung nach unten, wackelig in diese Richtung, Trendfortsetzung hier nach unten und im Größeren ja theoretisch auch ABC und zack, Trendfortsetzung nach unten. Also ihr seht das Prinzip, das gibt es immer wieder. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir daraus vielleicht gleich nochmal was basteln können. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis dann.